Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Division 2. Natürlich mit dem lieben Lektor. Wir kümmern sich da jetzt mit dem nächsten Kontrollpunkt und da ist auch schon die Verstärkung. Ist da keinen anderen Eingang außer den, den du verwendet hast? Oh, oh, oh. Na, ich stiebe klar. Also nicht im Spiel. Schlecht Panzer der Feind erkannt. Wie lässig er das auch noch sagt. Na, jetzt ist mir Drohne hin. So. Sich nähern, Feinde erkannt. Genau, natürlich. Verteidigen. Genau. Nichts wie Wächter! Schwer gepanzerter Feind erkannt. Gelände eingenommen, sehr gut. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. So, jetzt muss ich aber kurz schauen, weil ich kann schon nichts mehr aufheben. Mein Inventar ist komplett voll. Mhm. Muss ich da ein paar Sachen erledigen? Oder zerlegen, sagen wir so. Ich habe bis jetzt noch immer keine Handschuhe gefunden. Ich trage noch immer Stufe 1 Handschuhe. Ja, habe ich schon.
So. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder was aufheben. Autsch. Danke, das dürfte erstmal reichen. So, jetzt habe ich dir nochmal alles gegeben, was ich habe. Wo ist dieser Verschlussraum? Ah, ich bitte, okay. Oder? Ah, da. Hm, hinter mir links. Sehr gut. Dann ist natürlich jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Da unten wird es noch so eine SHD-Technologie-Kiste geben. Die markiere ich gleich mal. Okay, also bei den Zielprojekten habe ich auch schon die Jagdgruppe ausrüsten erledigt. Belohnung abholbar im Theater. Wo war das? Wo siehst du das? Select und einmal LB. Ah. Das Bergungsteam. Okay. Das Bergungsteam haben wir gleich fertig. Da müssen wir nur so eine SHD-Kiste öffnen, noch eine. Und da ist gleich unter uns eine, die habe ich markiert. Das ist die Befreiung. Was? Befreiung von Downtown East, Feldner SHD-Behälter 3x4. Mhm. Nachschutz für den Kontrollpunkt in Town East binnen 25:50. Jakob fertig und Bergungsteam fällt mir eine öffentliche Hinrichtung. Genau, die öffentliche Hinrichtung. Fällt mir auch. Da machen wir diese SHD-Kiste. Dann können wir rechts daneben auch die SHD und sind dann schon wieder unterwegs Richtung Siedlung. Und dort die Belohnungen abzuholen. Und ja, von der Zeit her. Das ist da links. Bekannte Aktivität. Das ist sicher so eine Hinrichtung. Glaubst? Denkst du. Tu ich einfach, oder? Ja, holen wir sich die Kiste und gehen dann von der Kiste dorthin, oder? Ja, dann ist sicher weg. Ja, dann gehen wir direkt hin. Das ist nicht lang. Beide Kiste da gleich links neben uns wäre, aber. Ja, dann. Check out alles. Gott, dann schaut das irgendwie so. Perfekt.
Geld ist noch. Reden wir da jetzt eh richtig? Ich glaube schon. Da links von uns ist das Fragezeichen. Warte kurz mal, das Fragezeichen ist irgendwie jetzt da. Das Fragezeichen ist schon wieder weg, ja. Hast du da irgendwas markiert oder Kopfgeld? Ich habe das eigentlich nicht markiert, aber das ist automatisch markiert worden. Ah, verbleibende Zeit 13 Minuten. Die geben gescheit Gas, ja. Da war kein Meter. Jetzt häng ich am Schild. Die können wieder Ressourcen geben. Ja, das habe ich vorher bei dem Punkt gemacht. Für eine 25, aktueller Bedarf. Schrauben sind bei mir dann. Wow. So, wo ist denn jetzt der? Keiner mehr übrig. Wieder einen Tag sicher. Ja, doch bei mir, aber. Keine Dummheit! Komm! Ich seh mir das auch mal an. Na, solange Action ist wahrscheinlich. Ah. Da kann er mehr, oder? Kontrollpunkt Officer da. Komm schon, Typ. Reg dich ab, ich will dir was geben. Geht nicht, oder? Na, der ist noch immer da voll in Aufruhr, weil er gerade noch eine Schießerei teilgenommen hat. Er sollte ein bisschen runterkommen, dass ich da mit ihm. Hey Kumpel, komm. Ich will dir was geben. Ich hoffe auf mich, bei Dienstschluss eine warme Mahlzeit. Wir müssen jeden Moment da sein. Scheint, habe ich keine Schrauben oder keine Ahnung. Ja. Schon wieder zu, das ist ein Wahnsinn. War das der letzte? Wie geht's euch denn so? Ich vermute mal schon. Ziel in der Nähe. Das sollte um die Ecke sein. Mein Inventar ist auch schon wieder voll. Ich muss da dringend irgendwann zurück einmal ein paar Sachen verkaufen.
Nein. Auch von hinten. Boah, da ist er neben mir. Oh no, jetzt lege ich. Weiter wo? Schon wieder von hinten, Alter. Okay, das ist arg. Ja, das war jetzt heftig. Ja, die haben es auf jeden Fall schon ein bisschen gescheiter gemacht, als übereinander. Die KI ist um einiges besser, das muss man auf jeden Fall gestehen. Das ist. Anscheinend darfst du nicht lange auf dem Punkt bleiben, immer hin und her erinnern. Ja, so kann man es sagen. So, kann ich jetzt mit dir reden? Ja. Achtung! Der Controller ist nicht verbunden. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Dann machen wir es diesmal besser. Sind eh schon hinter uns welche. Ja,
Ich verstehe dich kaum. Hinter uns fuhren. Mhm. Schau aus dem Radar. Ja, überall. So, ich glaube, es ist hinter uns einmal ruhig. Hinter uns. Wie es aussieht, haben sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. No Geld mit schwarzen mit schweren Geld drauf. Und der ausgehalten hat. Ja. Da kommen eigentlich fast ganz, ganz schlechte Erinnerungen hoch. Vom Einserteil. 5 Magazine pro Gegner. Und solche Sachen. Das trifft sich eh gut. Ich hätte gesagt, machen wir dort mal einen kurzen Besuch vorbei. Ja, okay. Wir sind jetzt gestorben. Das ist eine Zusammenfassung. Das war eine Zusammenfassung über den Bezirk, glaube ich. Du siehst ja, dass wieder Fragezeichen unbekannte Aktivität. Na, drei Fragezeichen. Ammo, was? Mitten am Platz. Ja, bis wir dort sind, ist das ja auch schon wieder weg. Ja, natürlich. Eine schnelle Reise.
Gut, dann kann ich jetzt endlich ein bisschen Gear verkaufen. Weil mein Rucksack quillt schon über. Kommen Sie hier rüber. Eine Freude, Sie zu sehen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nach genau sowas habe ich gesucht. Genau, was ich wollte. Nach genau sowas habe ich gesucht. Da haben wir beide was von. Konflikt. Nehmen Sie einen Konflikten teil, indem Sie den Tab Konflikt in der Megakarte auswählen. Ja, badum, badum. Ich hab, was Sie wollen, Agent. Hallo, Agent. Immer schön. Ah, Konflikt ist dieser PvP-Modus. Kiste erhalten, sehr gut. Die machen wir natürlich auch gleich auf. Knieschoner. Und ein neues Sturmgewehr. Das schauen wir sich natürlich gleich an. Modifizieren, ja, das kenne ich eh schon. Danke. Was gibt es da nicht so über einen einzelnen Unterdings, was das nicht jetzt mit dem Waffenserver einnehmen muss, ne? Damit es der ja, blau drücken hast. Jetzt mit dem Wolf. Mich gerade irritiert hat, ich habe meine blaue Waffe nicht verkaufen können. Kann ich die dann nur zerlegen? Schnäppchen gefällig. So, komplette Ausrüstung verkauft, neue Ausrüstung an. Jetzt werden wir dann noch kurz die Vorteile auswählen. SHD-Behälter haben wir ja eine Menge aufgemacht. Natürlich gleich die neue Zieloptik. Schön, dass wir uns einigen konnten. Sieh mal, das ist dieser Agent. Ich werde mir da auch noch das Inventar vergrößern. Ich habe das größte Sortiment in ganz DC. Was darf's denn heute sein? Sonst noch. Danke, dass Sie hier waren. Ja, Munition.
Sorry, komm klar. Er kommt gleich. So, jetzt habe ich dann ordentliches Equipment freigeschalten. Was bedeutet, ich kann meine Waffen jetzt sicher in der Stadt. Sehen Sie interessant selbst upgraden. Das heißt, wir müssten jetzt hier einen kleinen Griff, okay. Einen besseren Kompensator. Okay, das war's. Aber bei dieser hier magazintechnisch kann ich noch nichts machen, egal, weil ich das 762er Magazin hier habe, als auch bei der anderen. Ja. Ich würde mal sagen, das ist schon eine ganz eine akzeptable Ausrüstung, bis auf das mit die Handschuhe. Jetzt vielleicht ausnahmsweise sogar Handschuhe kaufen. Was kann ich für Sie tun? Wenn ich welche kriegen würde. Okay, ich kriege nicht mal Handschuhe zum Kaufen. Das ist eine Frechheit. Aber egal. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt wieder hier einen Cut und werde mit dem lieben Lektor noch offscreen ein paar Nebenmissionen machen. Und wir sehen sich dann wieder bei der nächsten Hauptmission, beziehungsweise bei der nächsten größeren Mission. Weil diese Kontrollpunkte haben wir jetzt schon mehrere gemacht. Ressourcenpunkte und dergleichen. Sprich, bei der nächsten Mission, die was irgendwie die Story oder dergleichen betrifft, sehen wir uns wieder. In dem Sinne sage ich wieder mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.